Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bachel vs. Bauer. Wie immer, Donnerstag aus dem Livestream. Und wir brauchen Kohle, meine Lieben. Wir brauchen Kohle, denn aktuell ist es so, unsere Felder sind zwar im Wachstum, haben aktuell die letzte Wachstumsstufe erreicht, aber wir müssen aufs Spulen warten. Ja, deswegen, uns bleibt nichts anderes übrig, als heute nochmal Gras zu machen. Ich weiß, in den letzten Folgen haben wir Gras gemacht, ja, und wir müssen trotzdem weitermachen. Es geht nicht anders, ne, es geht einfach nicht anders. Wir müssen auch mal schauen. Wir hatten ja das Baumfällen in Auftrag gegeben und ich weiß jetzt gar nicht mehr, weil... Sorry, ne, also wenn ihr die Folge seht, ist klar, ist die letzte Folge noch nicht so weit für euch zurück, ne, aber für uns von der Aufnahme her schon etwas. Deswegen, Chat, ihr müsst mir jetzt mal bitte mithelfen, ob wir das Geld für die Bäume schon bekommen haben oder nicht. Könnt ihr euch noch dran erinnern oder sagt ihr auch, du, das ist schon ein Stück zurück. Ja, das wäre nämlich echt wichtig zu wissen. So, genau, ansonsten müssen wir halt langsam echt mal einen Finger ziehen hier. Wir müssen von der nächsten Ernte, müssen wir, was ist denn jetzt? Unschreiben, die Stadt bittet alle ortsansässigen Landwirte, sich in 5 Minuten bitte am nördlichen Ende von Feld 57 einzufinden. Was? 57? Alter, wo ist 57? Hier. Okay, ja, okay, alles klar, da müssen wir eh hin. Müssen wir eben. Was ist denn da jetzt schon wieder örtliches Rundschreiben? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Okay, dann, ja. Wenn wir mal einen Finger ziehen, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir da mal hinömmeln. Unglaublich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mann, 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 Mann. Hab ich ja eigentlich auch die Blinker jetzt umgelegt? Oh ja, hier sind die Blinker jetzt auch. Ja, jetzt hab ich meine Blinker wieder da, wo sie hin müssen. Gut, warte, 57. Ja gut, dann können wir ja gleich... Oh, warte. Okay, dann können wir ja gleich hier drauf bleiben. Das passt ja. Mann, 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 Mann. So. Ansonsten, Chat, habt ihr noch eine Ahnung, ob wir das Geld für die Bäume schon bekommen haben oder nicht? Ich weiß es nämlich jetzt aktuell nicht gleich aus dem Kopf, leider. Leider, leider, leider. So, die nächste rechts. Und dann fahren wir ja schon drauf zu. Ja, blinkt mal. Genau, vom letzten, beziehungsweise vom nächsten, von den nächsten Feldern, von den nächsten Ernteeinnahmen, die wir da generieren, müssen wir unbedingt Felder kaufen. Ja, wir brauchen Felder. Wir brauchen Fläche, dass wir nicht wieder so hinkommen, wo wir jetzt sind und sagen, uns geht langsam die Arbeit aus. Ne? Das ist dann nämlich so eine Sache. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal. Müssen wir da jetzt hier hin? Warte, warte, warte. Ich denke mal, hier müssen wir hin. Ich würde sagen, ich bleibe mal hier stehen. Ich mache mal die Warnblinke rein. Ja, mach mal aus. Sind wir da jetzt richtig oder nicht? Oder was ist da los? Aha. Ist doch gar keine Sau. Baustellenfahrzeuge frei. Warte mal, wenn ich Rundumleuchte anmache, bin ich doch ein Baustellenfahrzeug, oder? Was meint ihr, Chat? Hier ist doch gar keiner. Was ist los? Oh, warte. Bin da. Wer noch? So. Muss ich denn jetzt hier hin? Muss ich denn jetzt hier hin? Was soll denn das jetzt sein? Alter, die Arbeit. Ich meine, gut, wir haben nicht so viel Arbeit.
auch. Ist sie denn? Ist sie denn? Nö, bin schon ins falsche Ende. Warte, ich renn mal hier lang. Jetzt mal. Ach, Scheiß. Wir fahren durch die Baustelle durch. Wir flitzen jetzt nicht hier lang. So. Machen jetzt hier. Ab. Und Umleuchter an. So. Und Umleuchter an. So, jetzt sind wir hier Baustellenfahrzeug. Ganz einfach. Nein, Ela, du brauchst kein Fahrzeug. Du kannst laufen. Hallo, Frau Ela. Hallo. Fahren Sie mich hier nicht über den Haufen und auf die Ecke gerast wie so ein... Was springst, doch eine Ehe. Was springst du denn hier mir einfach so vors Fahrzeug, Mensch? Ich weiß ja, dass der Fan schön ist, aber Sie müssen doch nicht gleich davor springen. Sie sind hier um die Ecke gerast wie so von der Tarantel gestochen, ey. Naja, 5 Minuten, ne? Wissen Sie, da muss man ein bisschen den Finger ziehen. Um was geht's denn hier eigentlich? Die Frau Cloud hat sich verfahren. Ach, ja gut. Bachel bleibt Bachel. Und die drei von der Tankstelle stehen hier. Ja, nee. Die wollten mit mir bisher noch nicht reden. Nicht? Nee, hallo. Hallo. Ah, jetzt, guten Tag. Die haben mich eiskalt hallo, ignoriert. Guten Tag, unglaublich. So, was gibt's jetzt hier? Kostenlose Banane oder was los? Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Wir müssen erstmal noch auf Frau Haley warten. Ach so. Und für Frau Nika. Ja. Yeah. Soll ich mal anrufen? Nee, da unten. Ah, ich kann sie sehen, da hinten. Wo? Hier. Oh ja, da kommt was ganz Schnelles. Ja. Okay. Hier. Yeah. Kommen die in einem oder kommen die mit 2 Fahrzeugen? Ich glaube, die kommen mit 2 Fahrzeugen. Wir hätten doch 1 nehmen können. Nicht? Okay. Ja, jetzt stehen wir hier. Ja, schön. Wie bestellt denn ich abgeholt? Ja, Zeit ist Geld, ey. Die sollen sich mal ein bisschen beeilen, weil ich habe hier Arbeit zu tun. Obwohl, wir können uns ruhig Zeit lassen. Wollen wir einen Kaffee trinken? Nein, danke. Ihnen nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Wieso? Ich habe ja jetzt auch einen Hambold gemeint. Sie sind ein unmöglicher Mensch. Wieso bin ich ein unmöglicher Mensch? Was haben Sie für ein Problem, Frau Ela? Haben Sie... Wollte man nur gesagt haben. Sagen Sie mal, haben Sie was in Ihren Haaren gemacht? Nein. Habe ich was mit meinen Haaren gemacht? Sie haben doch bestimmt eine neue Frise, Frau Ela. Ja, nee. Nicht? Ernsthaft? Ist ein bisschen dunkler. Ach so. Ja. Frau Ela. Oh, Nika ist da. Frau Ela. Ja, bitte. Das steht Ihnen. Dankeschön. Bitteschön. Ich sehe noch aus wie vorher. So, die Frau Nika ist ja schon mal angekommen. Es fehlt bloß noch die Frau Haley. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Mensch, jetzt Kinder, wo hat denn die sich mit der verfahren? Oh. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Frau Nika. Wo haben Sie denn Ihre Kollegin? Ja, wo haben Sie das gelassen? Das ist eine gute Frage. Ich war schon hier in der Nähe. Deswegen hat es bei mir ein bisschen schneller gedauert. Ach Mensch, wo ist sie denn? Wo treibt sie sich denn rum? Es hat schneller gedauert. Ja, es hat schneller gedauert, genau. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, da darf ich nicht so erlauben. Sie können, wenn Sie wollen, Frau Nika, kannst du ruhig hier in deiner Muttersprache reden. Ach, na pravda? Oh, Scheiße. Oh. nix bei einem Mayu? Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ein Ding, was ich kann. Schlecht. Test. Jak się masz? Jak to bias wód? Nie. Nicht? Okay. Und warte. Nie rozmawiamy. Warte, der wichtigste Satz. Ha? Jetzt kommt. Nie interesuje mnie. Ja. Okay, und jetzt verdumme. Das 100%. So, ja, jetzt verdumme. Das heißt, interessiert mich nicht. Okay. Merken, aufschreiben bitte! Unglaublich, unglaublich. Pivo, ich glaube Bier. Okay. Ja. Daimi Pivo heißt, gib mir Bier. Aha, okay. Oh, guck mal, wir machen hier jetzt noch einen Sprachkurs, wenn wir. Ach, guck mal da hinten. Okay. Da kommt hier Primo Victoria. Ach nee, das war was anderes. Primo Victoria. Wir rennen das, hallo. Oh, geil. So, warte mal, die kommen hier angestochen. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Haley. Ja, was wollen Sie denn hier schon? Wer kommt hier angestochen, nie was? Was? Warum müssen wir denn jetzt hier an der Barriere stehen? Müssen wir jetzt... Ja, warum dürfen wir hier nicht hinter die Schranke? Müssen wir... nee, ich weiß, hallo. Das ist die neue Challenge. Okay, wir tanzen heute Limbo. Ja. Geil. Ja, genau.
Nicht. So, weil wir, machen Fahrzeuglimbo. Bis Haley da ist, sprechen wir flüssig, ja. Fahrzeuglimbo? Okay. Ja. Ja, wie geht, was wie ist? Geht? Ja, jetzt kommen wir auf den Punkt. Warum sind wir hier? So, also ist erstmal schön, dass Sie alle da sind heute. Ja, ja, wunderbar. Ja, ja. Wie Sie wissen, gibt es ja in dieser Stadt Regeln oder in dieser Gemeinde. Echt? Ja, zum Beispiel, ja, dass man das Fahrzeug ausmachen sollte, weil das Sprit kostet. Das ist scheiße für die Umwelt. Ja, machen Sie den aus und das nervt auch ein bisschen. Ach. Ja, das ist jetzt so nicht unbedingt eine Regel, aber ja. Brauche ich nie gar. Ja, aber schon so ein bisschen. War nicht der Einzige, ne? Junge Dame. Also es in Amerika macht man das so. Ja, siehst du deswegen, da ja. Da kostet Sprit nichts. Hm? Facts. So. Stimmt, ist günstig. So, ja, jetzt was? Gibt's? So. Darf ich jetzt? Ja, dürfen ganze die Zeit. Haben, die achten nicht so auf die Umwelt, die haben die roten Plastikbecher. So, jetzt lassen wir doch mal den, der wollte, ausreden. Ich gleich auf den Kopf, ja. Okay. So. Also ja, aber wie Sie wissen, gibt es ja... Minuspunkte. Nein, jetzt bin ich dran, hallo. Ja, für wen gibt es Minuspunkte? Ja. Sie wissen, es gibt ja Regeln in unserer Gemeinde. Ja. Und es sind 3 neue Regeln an der Zahl dazugekommen. Echt, was wohl? Nein, doch. Oh. Ja. So, 3 neue Regeln. Not amused. 3 neue Regeln sind dazugekommen. 3 neue Regeln, okay. Okay. 4 sogar, 4 Regeln. Ah, 4? 4 sogar, ja. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt hierher kommen. So, können Sie die uns erklären? Ach, das ist dieser... Hätten Sie uns auch einfach per Mail schicken können. Ach, das ist dieser Wisch, der da, dieser Brief, der da ankam. Okay, ja. Ja, aber ja, genau. Ist das hier nicht eigentlich eine Demokratie? Müssten wir nicht eigentlich abstimmen, damit die Regeln in Kraft treten dürfen? Ich glaube, in dem Falle nicht. Ah ja, also boah. Doch. Das ist eine moderne Demokratie. Ach, genau. Das Königreich Lu, oder was? Das Königreich Lu? So, jetzt kommst du mal zu den Regeln. Was hat sich denn so geändert? So, also, die erste neue Regel ist, in der Gemeinde Gerstenberg ist es jedem Landwirt erlaubt, pro Aufnahmesession 4 Bäume durch das Lohnunternehmen entfernen zu lassen. Mhm. Geil, bald haben wir die ganze... Am Ende der Serie stehen hier keine Bäume mehr. Ja. Genau, deswegen nur 4. Ja, aber 4 Aufnahmesession, wenn wir 4 Aufnahmen machen an einem Abend, sind das 4 Aufnahmesession. 20 Bäume. Nein. Ach, das ist ein Abend. Also pro Tag. Pro Abend. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Aber das sind ja auch 16 an einem. Nee. Ja, das heißt ja nicht, es müssen halt, Nie kann ich sehen, was alles klar, Regel verstanden. Ja. So, die nächste Regel. Jetzt zum Thema Mini-Challenge. Gewinne von den Mini-Challenges dürfen nicht im Lohnunternehmen eingetauscht oder verkauft werden. Aha. Okay. Das heißt, wenn Sie etwas gewinnen bei einer Challenge oder bei einem Wettbewerb, dürfen Sie das nicht am Lohnunternehmen verkaufen oder eintauschen. Aha. Ja. Eigentlich ganz einfach. Ja, eigentlich. Macht den Satz. Ja. Ja. Gut. Aha, Xana. Die dritte und vierte Regel. Aha. Das Kaufen von Bodenproben ist verboten. Was? Shame. Bodenproben müssen entweder selbst oder vom Lohnunternehmen entnommen werden. Aber warum wird mir das Recht genommen, selber zu entscheiden, wie ich die Bodenproben nehmen lasse? Weil das so ist. Nee, weil das so ist, ist keine Antwort. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zu Ihnen komme? Demokratie! Jetzt warte kurz. Wie ist denn das, wenn ich zu Ihnen komme und sage, nee, Sie dürfen früh um 7 nicht auf den Abort gehen, Sie gehen erst Mittag um 12. Scheißegal, wie sehr das drückt. Das ist ja was ganz anderes. Nee, wenn ich die eine dieselbe Bodenprobe 5-mal hintereinander kaufen will, weil ich ein Depp bin, dann sollte ich das Recht haben, dies zu tun. Weil das LU auch was verdienen muss. Weil ich das schon getan habe, weil ich ein Depp bin, aber... Dann hatte ich wenigstens das Recht dazu. Also das mit den Bodenproben, Herr Bold, also da müsste ich ganz... Also Herr Bold, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. In diesem Teil sind wir Nachbarn uns, glaube ich, einig. Ich weiß nicht, was die Ela sagt, aber Herr Bold und ich, da bin ich auf jeden Fall voll bei Ihnen. Ich bin dafür, dass das LU macht, weil die verdienen ja auch ihr Geld damit. Nein, da insistiere ich. Und wenn sie das mit externen Firmen in Auftrag geben. Die verdienen ihr Geld mit so vielen... Ey, das LU, ey, wir sind echt Buddies, aber irgendwo hört der Spaß ja auch auf. Und Frau Ela, man muss auch sagen, ja... Wenn das eigene Recht einem genommen wird, ja, wenn es da schon losgeht. Welches eigene Recht? Na, zu bestimmen, wie ich meine Bodenproben nehme. Mir wird untersagt, dass ich die kaufe. Was ist denn das? Ja, aber das ist ja genauso, wenn Sie mir Ihre Dienste für Geld anbieten, wo es heißt, dass dafür ist das LU zuständig. Habe ich nie getan. Könnte man ja genauso entscheiden, dass ich sage, ich lasse jemand anders.
vor ja. ihr. Ja, aber das ist ja eine externe Firma mit dem Bodenbrummen, die gar nicht hier zur Nachbarschaft gehört. Die hat ja hier mit diesen, diesen Zusammenspielen ja gar nichts. Mit diesen Machenschaften. Ich fände das auch gemein dieser Firma gegenüber, wenn genau die einfach so ist sagen, es. Unser Dorf macht jetzt nicht mehr mit. Da stimme das ich Ihnen zu. Das ist ja schon, also das geht gar nicht. Da muss ich ganz klar, Flagge bekennen. Warten Sie, stelle ich mich hier dazu, jawohl. Mhm. Unterstütze ich. Ja. Das also da sind, also ich bin da auf jeden Fall auf Herr Verles Meinung. Ich finde das blöd. Ja. Ja. Wir können natürlich gerne nochmal. Alles klar, irgendwie wird abgestimmt. Nein. Abgeschafft. Na, jawohl. Finde ich gut. Nein, wer ist dafür? Wir werden eine Abstimmung zu dieser Regel machen. Okay, ja, jetzt. Hände hoch, wer ist dagegen? Nein, nicht jetzt sofort. Jetzt sagst du doch nicht immer. Nein, sagst du doch mal ja. Nein. Wer haben Sie denn? Waren Sie zu nah an der Autobahn? Nein. Ach, auf einmal jetzt doch die Demokratie. Ja. Aha. Wer möchte die Demokratie? Der Foli ist für Demokratie? Ja. Das ist schon immer gewesen. Ja. Demokratisch. Dann stimmen wir hier jetzt ja auch gerade demokratisch ab. Richtig. So. Richtig. Also ja. Wo ist denn das Problem, dass das LU die Bodenproben nimmt? Weil das nein, was spricht denn dagegen? Wo ist das Problem, dass wir die selber kaufen? Genau so ist es, weil... Aus irgendeinem Grund muss es diese Regel gegeben haben. Ja, oder aber es gibt ja auch... Das könnte sein, weil es Idioten wie mich gibt, die das 5-mal Jahr an Geld ausgeben, weil sie es 5-mal kaufen. Es geht aber auch ums Prinzip. Das LU macht das auch gerne 5-mal. Ja, aber darum geht es ja nicht, Herr Bolt. Ne, in diesem Örtchen ist es ganz einfach so, dass in diesem Örtchen Monopolstellungen untersagt sind. Und Sie erschaffen sich mit der Bodenprobenkultur eine Monopolstellung. Und nein, Sie können es ja selber auch machen. Nein, ich muss das LU beauftragen oder muss es selber machen. Mir bleibt keine andere Wahl. Wo ist denn dann Monopol, wenn Sie es selber machen? Ja, Monopolstellung ist, wenn ich nur eine Firma beauftragen kann. Dann hat diese Firma das Monopol. Guten Morgen. Ja. Herr Fulde, in diesem Örtchen ist es... Aber ich habe im Ansehen genau das Gleiche. Herr Volley? Ja, bitte? Diesem Örtchen ist es aber auch so geregelt, dass das LU von allen Gesetzen ausgenommen ist. Ach, so sind wir jetzt. So fangen wir jetzt an. Ja. Okay, dann drehen wir den Spieß mal ganz anders. Und das LU kauft sich einfach die Bodenprobe und sagt es uns dann. Ne? Die holen es wahrscheinlich nicht mal selber. Genau so ist es, genau so ist es. Nein, und dann so verplanen sie noch heute gemacht. Geld. Nein, also ich bin dafür, demokratisch wird hier über diese Thematik nochmal abgestimmt. Dafür plädiere ich heute, dass wir über diese Regel nochmal abstimmen. Jawohl. Alle, die das sehen und hören. Und das wird in den Medien breitgetragen. Das kann ich Ihnen sagen, Herr Bolt. Und so sehr gut. Ich weiß, einfach mal die Backen und nicht in die Luft an und schauen mal nach ihrem Ton. So. Ist ja nicht auszuhalten. Aber in diesem Sinne, ja. Nein. Wir warten Sie kurz. In diesem Sinne, meine Herren, meine Damen, ja, stimmen Sie ab. Geben Sie uns die Stimme gegen diese Regel. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sind erst bei Sie. Da habe ich mal gerade geguckt. Da vergisst es. Junge. So, okay, weiter geht's. Wir sind bei 18 Minuten. Peter, okay. Ja, kommt doch was. Ja, wir haben noch zwei. Dann können wir jetzt zum zweiten Punkt kommen. Ja, oh, okay. Wenn wir hier sind. Oh, sind oh, ich hab mich voll mitreißen lassen, ey. Ja, Mariana, jetzt. Jetzt wieder? Ex ist sehr gut. Einfach oben drüber, okay. Also über seine Stimme reden. Wir hören euch dann schon zu. Ja. Warum wir jetzt alle hier sind? Wir haben uns heute hier versammelt, um den neuen Großhandel zu eröffnen. In diesem Großhandel können Sie alles, was Sie anbauen und produzieren, verkaufen, wenn Sie das möchten. Aha. Damit meine ich auch wirklich alles. Aha. Bis weiterhin, wenn Sie sich einmal rumdrehen und über das Feld gucken. Sehe ich Traktoren. Hinter den Traktoren und hinter dem Feld sehen Sie auch den Landhandel. Das heißt, falls Sie es noch nicht wussten, das Landunternehmen verkauft unter anderem auch Dünger und Saatgut und Herbizide und Ähnliches, wenn Sie daran mal Interesse haben. Aha. Können Sie natürlich auch gerne weiterhin von woanders beziehen, aber wir würden es Ihnen auch verkaufen. Aha, okay. Okay. Monopol. Ja, warte, und was kann ich jetzt hier da geradeaus alles so in diesem Landhandel? Na, alles oder was? Alles, komplett alles, was man sich vorstellen kann. Sobald der Herr Rondell das Tor öffnet, können Sie hier auch reinfahren und alles verkaufen. Mach die Buche. Senior. Okay, wo ist es? Ah, auch nee, nur Getreide und so Zeug, ne? Also halt alles. Keine, auch Fahrzeuge? Nein, Fahrzeuge können Sie nicht. Alles, hat er gesagt, alles. Kommst gleich hier in den Gulli rein. Ja, aber warten Sie mal. Das ist gut. Was ist denn jetzt? Titanic.
Ich hab gesagt, alles, was sie anbauen und produzieren. Aha. Ich weiß nicht, ob sie Fahrzeuge anbauen können. Aha. Wer weiß. Das wissen wir noch nicht. Okay. Ja, kann okay. Ich hier alles verkaufen? Okay. Das können sie jetzt alles hier verkaufen. Ja, dann muss ich quasi herfahren, abgeben, das war's. Dann muss ich dem LU nicht mehr Bescheid geben und sagen, hey, ich möchte das verkaufen, sondern fahr einfach hierher. Das können sie machen. Was ist lukrativ? Kann natürlich auch sein, dass das LU ihnen ein besseres Angebot macht. Aha. Für bestimmte Güter. Aha. Woher weiß ich das? Herausfinden. Ja, das müssen sie herausfinden, indem sie beim LU anrufen und nachfragen. Ah ja. Und mein liebes Lou, ich frage euch nach allem. Muss da aber auch nicht irgendwo dann nochmal anrufen und sagen, ich gebe jetzt ab, hier kann mal jemand das Konto checken oder was? Nein. Nicht? Nein. Nein. Brauchen sie nicht machen. Das ist sie vom ansässigen Großhändler überwiesen, das Geld. Wie sicher sind sie sich da prozentual? Kann man denn hier auch so Dinge wie Brot verkaufen? Da bin ich mir zu 100% sicher. Aha. Was ist mit Brot? Kann man hier auch so Dinge wie Brot verkaufen oder Mehl? Brot und Mehl kann man hier auch verkaufen. Okay, alles klar. Okay. Vielen Dank. Mhm. Okay, gut. Wo hier? Aber hier gibt es doch nur ein Schüttgüt. Das stellen sie einfach hier davor und das wird dann der Großhändler wird das dann hier reinräumen. Achso, okay. Aha, wenn er Zeit und Bock hat oder was? Genau. Schüttgüt. So, jetzt hier mach mal hier, junge Frau hier mit Reiterhose oder wer auch immer, mach mal eine wunderschöne Abmut. Wir sind gerade so schön hier. Ja, dann, meine lieben YouTuberinos. Bleib doch mal stehen, Herrgott, sag. Nö, ich nerv dich lieber weiter. Ah, meine lieben YouTuberinos, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Kakao. Bis ihr.